Aufschieberitis, verschieben wir es auf morgen, ist eine der Hauptursachen menschlichen Versagens. Die meisten von uns bringen es nur deshalb zu nichts, weil sie sich unter dem Vorwand, auf den richtigen Augenblick zu warten, nicht entschließen können, ein oft durchaus vernünftiges sowie gründlich geplantes und vorbereitetes Projekt in Angriff zu nehmen. Schieben Sie nichts auf die lange Bank. Den einzig richtigen Augenblick gibt es nur in der Theorie. Praktisch gibt es deren unendlich viele. Machen Sie sich mutig ans Werk, auch wenn Ihnen das eine oder andere Hilfsmittel noch zu fehlen scheint. Ist die Arbeit erst einmal in Gang gekommen, findet sich immer eine Möglichkeit. Mangelnde Ausdauer. Den meisten von uns fällt es leichter, etwas anzufangen, als es zu Ende zu führen. Und noch mehr Menschen werfen beim ersten kleinen Fehlschlag die Flinte ins Korn. Ausdauer ist einer der Grundpfeiler des Erfolgs. Wer genügend Ausdauer besitzt, für den hat das Wort unmöglich keine Bedeutung. Erfolgsmenschen treffen ihre Entscheidungen sofort und stoßen sie, wenn überhaupt, erst nach reiflicher Überlegung wieder um. Erfolglose Menschen treffen ihre Entscheidungen, wenn überhaupt, nur zögernd und ändern sie dafür umso häufiger und rascher. Unentschlossenheit und Willensschwäche sind nahe Verwandte und treten meist gemeinsam auf. Befreien Sie sich unter allen Umständen von diesen lähmenden Angewohnheiten. Wer vor jedem Wagnis zurückschreckt, muss sich in der Regel mit dem begnügen, was risikofreudigere Konkurrenten übrig lassen. Übertriebene Vorsicht ist genauso schädlich wie Unvorsichtigkeit. Hüten Sie sich vor beiden Extremen. Die Wahl des falschen Berufs. Wer an seiner Arbeit keine Freude hat, wird nie Überdurchschnittliches leisten können. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass man genauestens überlegt, zu welcher Tätigkeit man sich am meisten hingezogen fühlt, ehe man sich für einen bestimmten Beruf entscheidet. Und wer bereits eine bestimmte Laufbahn eingeschlagen hat und irgendwann merkt, dass seine Tätigkeit ihm wirklich keinerlei Freude mehr bereitet, tut weit besser daran, umzusatteln, als sich noch jahrelang erfolglos abzuquälen.